Und da geht er rein hier, der dicke Brocken. Auf dem wieder mal etwas übertriebenen Setup hier an der Yama auf die dicken Dingers. Ich hoffe, da geht der nächste König rein. Ja, nachdem ich jetzt hier den großen Timen gefangen habe, da hieß es auch direkt allen, wie wär's denn mal direkt mit dem Königslachs? Probier doch mal den Königslachs, Algen. Ja? Okay. Dann probieren wir nochmal auf den Königslachs. Und ich hatte gerade mal den Garibaldi nochmal angeschrieben. Und meine Alten, wie ist denn das jetzt hier mit dem König? Du hast ja heute schon so viele gefangen. Wo hast du die denn? Alter, nicht mal den König, sondern nur ein Ola Keter. Alten, einfach mal schön Keterlachs als Trophy rausgezogen hier. So fängt... die Fresse. So... So fängt das natürlich gut an. Kann man mal machen. Und next. Einfach mal weitermachen. Ich bin jetzt hier schön an der Posi. 150, 144. Wie gerade gesagt, der Garibaldi meinte, ja, probier mal. Er hätte da heute schon mehrere Königslachse gezogen. Und jetzt, wo es in die Morgenstunden geht, ja, bin ich auch sehr gespannt, was jetzt hier noch so geht. Die Nacht über war natürlich nicht wirklich viel los. Ich hatte aber gerade schon zumindest in den Abendstunden noch ein bisschen probiert. Und da sind auch schon die ersten Brocken reingegangen. Und da sind tatsächlich, ja, neben Silberlachsen hier eben auch schon der König reingegangen. In klein, allerdings auf dem Wolga Kunstköder Hecht. Das hier sind alles die selbst gebastelten Kunstköder. Also da ging der schon mal drauf. Und ich teste jetzt hier gerade noch mal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier so geht. Allerdings jetzt gerade gewechselt, gerade eben erst auf den Zander. Zander Kunstköder 10, 31 Kilo Vorfach hier gerade. Ich bin gerade super mächtig hier unterwegs. Wieder mal komplett übertrieben. Wieder einfach mal komplett übertrieben, damit man einfach mal guckt, ob das nicht auch so übertrieben geht. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, auf dem König mit der Wälzpumpe. Also mit diesem Setup, ich meine mit einem 60 Kilo Vorfach oder sowas, also komplett übertrieben. Ich verlinke das einfach nochmal. Da ging auch ein bisschen was rein. Aber jetzt gucken wir mal hier so um die 30 Kilo herum und dann hoffe ich doch einfach nochmal auf ein bisschen was anderes. Also da kann auch gerne mal nochmal eine andere Trophy reingehen. Ich meine den ollen Keter, den habe ich jetzt glaube ich schon dreimal als Trophy. Und den ganzen anderen Sermon hier, der will einfach bisher noch nicht als Trophy. Also noch nicht halt so richtig. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr geht oder nicht. Und wie gesagt, auch gerne hier noch mehr Könige auf die silbrigen, selbstgebastelten Köder. Etalon 2.0er Haken hier drauf. Und dann ist hier das Metall, jo, sehr schön robust, kann man lange verwenden. Sensationelles Blech. Und raus damit und gucken, was denn hier noch so geht. Also, ich ziehe jetzt hier noch mal ein bisschen durch. Und dann gucken wir mal, ob hier noch ein dicker Brocken reingeht. Alter, und der nächste Brocken und der nächste Lennock. Jetzt muss mir da aber mal einer erklären, warum ich denn hier auf den Lennock immer mit so einem feinen Vorfach rangehe. Wenn ich doch hier einfach den Lennock mit komplett übertriebenen Setup und 31 Kilo hier an der Yama fangen kann. Das ist ja ein Ding, ey. Zack, und der nächste Brocken. Da muss ich mich ja gar nicht mehr großartig bemühen. Dolly Waden hat auch noch Bock. Auch auf 31 Kilo Vorfach. Also nie wieder hier mit 9 Kilo oder 12 Kilo nur noch komplett übertrieben hier reingehen und dann gucken, was so geht. Aber, was man schon sagen muss, jetzt die letzten Würfe, es ist weniger Frequenz. Es ist wirklich weniger Frequenz. Ja, es gehen natürlich auch so ein paar Brocken rein. Heißt also, die Köder, die Trigger natürlich schon. Und die Köder bringen dann doch irgendwann mal nochmal so einen Fisch. Aber so richtig effektiv hier mit diesem übertriebenen Setup ist das irgendwie nicht.
Also macht nicht so wirklich viel Sinn. Ich denke so diese Range, wenn man so bis 19 Kilo hier unterwegs ist, ich glaube, das ist schon richtig, richtig gut, absolut ausreichend. Und dann eben auch ruhig mehr in den Drill reingehen. Dann hat man eben den langen Drill auf den richtig großen Brocken. Und dann langt das auch. Ja, wenn man eine Stelle hat, wo eben speziell nur der König drauf geht, dann kann man das natürlich probieren. Dann kann man natürlich auch durchziehen. Dann reichen aber vielleicht auch 3-4 Könige in der Stunde. Dann ist das kohlemäßig ja auch nicht so schlecht. Aber ja, wenn man halt alle Fische hier an dem Gewässer haben will und am besten eine große Auswahl unterschiedlicher, dann doch lieber vielleicht, ja, ein bisschen feiner, ein bisschen zarter rein. Klar, Kederlachs, schönes Ding, nimmt man gerne mit. 3,5er Lennock, auch richtig nice. Also so im Großen und Ganzen ist das schon okay. Jetzt gerade übrigens hier nochmal kurz geändert. Der Angry Walker, gerade wieder ganz populär. Zack, da war sofort Biss. In den Rekorden auch wieder drin, auch beim König drin. Also es gibt so eine Handvoll Köder, die zurzeit wieder ganz gut funktionieren. Oh, danke. Alter, danke dir fürs Follow. Einfach mal ins Video gemogelt, das ist natürlich sensationell. Na, dann aber auch montags, mittwochs und freitags immer schön live dabei sein auf Twitch. Zack, ab 19 Uhr. So, und ich ziehe jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen raus, oder? Also bisher, es ist okay. Es ist ein guter Spot. Kann man, glaube ich, nutzen. Oder kann man immer noch nutzen. Vor ein paar Wochen war ich ja auch schon mal hier. Also die Ecke nach wie vor hier unten am 3,5er läuft. Dieser Bereich hier weiter vorne geht auch noch. Zuletzt war ich, glaube ich, ein bisschen weiter vorne auf 145. Jetzt hier gerade auf 149, 150 rum. Also so in diesem Bereich. Also es klappt hier in dieser Area am 3,5er doch immer noch ganz gut. Ja, und wenn hier weiter die Könige reingehen, ist das natürlich auch durchaus nochmal ein Ding, was man testen kann. Ich werfe nochmal so ein bisschen hier schräg rüber. Zu diesem Busch zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Mal auch geworfen. Da ging dann gerade auch noch die Silberlachse rein, aber auch auf einen anderen Köder. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich hier nochmal ein bisschen umbauen, werde das hier gleich nochmal ein bisschen testen. Auch das hier mit dem Lennock macht mich gerade richtig neugierig, ob da nicht sogar doch noch ein bisschen mehr geht auf Lennock, wenn ich denn hier gleich ein bisschen feiner reingehe. Nachteil da jetzt natürlich, der Königslachs hat eben auch Bock auf diesen Köder und dann hat man natürlich durchaus die Chance, dass dann auf dem feinen Setup doch mal der König dann reingeht. Ja, und dann rennt sie hier rum. Aber auch das kriegt man gebacken. Es gibt ja hier die dicke, fette Fluoro-Schnur, Fluoro sage ich, Geflecht, die geflochtene Schnur, die Braid mit 500 Meter drauf und die nutzen wir dann hier auf dem großen Setup. Ich gehe jetzt, wie gesagt, allerdings nochmal feiner rein. Ich nehme nochmal die geflochtene, damit ich ausreichend Schnur habe, 15 Kilo und dann gehen wir hier auch nochmal ein bisschen feiner rein mit 15 Kilo. Nehmen wir mal hier 35 cm, das reicht. Und dann gib ihm, machen wir damit weiter. Reicht, glaube ich. Bremse ein bisschen runter machen. Und dann gehe ich jetzt hier noch ein bisschen weiter auf die Lennox. Vielleicht geht er ja noch mehr rein als nur in Anführungszeichen 3,5 Kilo. Und wenn das hier so lübt, dann ist das doch alles tipptopp. Sollen wir noch mal kurz in den Kescher reingucken? Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben in den Kescher rein, wie denn das Ganze jetzt hier so kohlemäßig war. Für, was haben wir jetzt hier? Ja, knapp 50 Minuten. Die Nacht war ja auch mit dabei, muss man ja auch mit berechnen. Also eigentlich kommen da wieder 20 Minuten von runter. Knappe halbe Stunde jetzt hier an der Stelle. Gucken wir gerade noch mal rein. Also, schauen wir mal eben kurz rein. Gibt es hier was im Café? Der Barsch gerade eben reingegangen noch. Einer mit 50 Gramm. Ja komm, den kriegen wir los. Dann ist hier die Silberlachs-Trophy drin. Das ist natürlich sehr interessant. Leider noch nicht gefangen.
Esche ist auch drinne. Da gucken wir gleich natürlich nochmal. Keterlachs Trophy, 77 Tacken. Jo, ist okay. Hier der Lennox macht es natürlich richtig interessant. 3,5er Lennox mit 50. 50 für den kleinen König, auch ganz gut für 10 Kilo. Den kriegt man sogar ganz gut rausgezogen. Und ihr seht hier die Lennox, die machen es interessant. Lennox, Silberlachse. Das sind so die wichtigen Fische. Die ollen ganzen Keters, da kann man gut drauf verzichten. Aber immer gucken, wenn man einen Spot hier hat an der Yama. Ja, Lennox wollen wir, wir wollen Silberlachse, wir wollen Rotlachse. Das sind so die interessanten. Dolly Waden natürlich, also diese seltenen, die müssen da reingehen in einer guten Frequenz. 300 Tacken jetzt hier in gut einer halben Stunde. Schmeckt also im Großen und Ganzen. Ich renne direkt wieder zurück, ziehe noch ein paar Lennox raus. Petri, ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns am nächsten Spot wieder, im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und an den anderen Tagen immer um 19 Uhr live auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Petri.